Hallo Leute und frohe Weihnachten. An alle, die nicht Weihnachten feiern, natürlich einen wunderschönen Tag euch. Und ich habe heute den Winterlicious Tag für euch. An alle, die Weihnachten zu Hause verbringen oder einfach nur zu Hause sind und Zeit haben, sich ein Video anzuschauen, dann habe ich heute das Richtige für euch. Und zwar sind es 12 Fragen, die stehen hier in meinem Handy gespeichert und deswegen werde ich hier ab und zu runterschauen, also wundert euch bitte nicht. Ja, ich fange auch mal direkt an. Erste Frage. Welches ist dein liebster Winternagellack? Und zwar ist es der von Manhattan. Das ist der Lotus-Effekt, die Farbe 45Q und den habe ich schon seit Jahren, diesen Nagellack. Und den trage ich auch heute auf den Nägeln. Ich finde den richtig schön und darüber, wie ihr seht, habe ich natürlich noch einen Glitzernagellack gegeben. Den liebe ich auch total. Den habe ich etwas, der ist neu. Es ist der Gold Leaf Top Coat aus der Limited Edition Spectacular Art. Und den finde ich so schön. Also diese Kombination finde ich richtig schön. Und das sind meine zwei Lieblinge. Und ja, dann die nächste Frage. Was ist dein liebstes Lippenpflegeprodukt im Winter? Den Stift habe ich anscheinend, also dieser Lippenbalsam, den habe ich jetzt gerade nicht hier. Ist bestimmt in meiner Tasche oder so. Aber den liebe ich, den von Carmex. Also Carmex ist richtig gut. Also das pflegt meine Lippen richtig gut. Ach, Milo, wo willst du denn hin? Der ist total müde. Ja, den mag ich sehr gerne. Dritte Frage. Welches ist dein liebstes Kleidungsstück im Winter? Also mein liebstes Kleidungsstück. Das ist eigentlich kein Winterkleidungsstück, aber ich benutze es im Winter sehr gerne. Und zwar ist es mein roter Mantel von H&M. Den liebe ich. Also hier mit diesen gepufften Ärmel so ein bisschen und dann diese Kombination aus Schwarz und Rot, diese schwarzen Knöpfe. Der Mantel ist so schön geschnitten, also so auch etwas figurbetont und ich finde den einfach nur wunderschön. Und den habe ich ja in meinem Vlog-Video getragen. Ich habe jetzt einen neuen Vlog-Kanal, wollte ich euch auch mal Bescheid geben. Den verlinke ich euch hier oben irgendwo und da habe ich diesen roten Mantel getragen, weil ich auf einer Hochzeit war. Und ja, den verlinke ich euch wie gesagt oben und auch in der Infobox. Dort könnt ihr mal gerne vorbeischauen und abonnieren, wenn ihr möchtet. Ja, also dann die nächste Frage. Und ja, dieser Mantel ist wie gesagt eigentlich für den Herbst eher oder für den Frühling, aber ich trage den so gerne im Winter. Was ist dein liebstes Accessoire im Winter? Ja, wahrscheinlich meine oder eine Mütze. Die habe ich ganz neu bei H&M gekauft vor einem Monat oder so. Also was heißt neu? Und die mag ich sehr gerne. Ich bin eigentlich gar kein Mützentyp. Habe nicht so ein Mützengesicht, finde ich. Und ich finde, die geht relativ. Ich fummel zwar dann ewig erstmal meinen Haaren rum, bis die richtig sitzt. Aber die finde ich ganz in Ordnung. Vor allem mit diesem Bommel hier. So richtig weich. Das ist richtig schön. Und ja, mit der fühle ich mich eigentlich sehr wohl, würde ich sagen. Das ist mein liebstes Accessoire. Und jetzt sind meine Haare ganz aufgeladen. Und die nächste Frage. Welches ist dein liebster Winterduft, Winterkerze? Also mein liebster Winterduft, das ist jetzt schon ganz komisch, ist eine Kerze. Ja, und zwar liebe ich den Duft, wenn man die Kerze auspustet, dieser Wachsduft. Also ich liebe das, ich weiß auch nicht, ich mag das total und puste deswegen so gerne Kerzen aus und schnupper dann da dran. Ist bestimmt voll, aber ich mag das total. Also wirklich diesen Duft und Zimt. Also den Zimtgeruch mag ich auch. Was ist dein liebstes Wintergetränk? Mein liebstes Wintergetränk ist ein Tee. Den trinke ich so gerne, ob Winter oder immer eigentlich, aber am liebsten natürlich im Winter. Und zwar von Teekanne Sweet Kiss. Den liebe ich. Und mein Freund macht mir meist den Tee, weil er kann diese perfekte Dosis an Wasser und Zucker. Und mit dem Tee ist es einfach, ich liebe diesen Tee. Also es ist so lecker. Ja, den kaufe ich mir immer wieder neu. Und ich liebe den. Nächste Frage. Was ist dein liebster Weihnachtsfilm? Mein liebster Weihnachtsfilm ist eine Weihnachtsgeschichte, genau, mit Jim Carrey. Es ist so ein Animationsfilm, also ja doch, der ist schon gut animiert, auf jeden Fall richtig schöner und trauriger Film. Also schön, lustig, traurig würde ich sagen, der ist echt schön und ich liebe, es ist kein richtiger Weihnachtsfilm, würde ich sagen, aber er läuft immer an Weihnachten
Und zwar Das letzte Einhorn. Und ich liebe diesen Film über alles. Also den habe ich schon in meiner Kindheit immer geschaut und ich liebe den. Deswegen haben wir den auch hier zu Hause. Den müsst ihr euch mal anschauen. Der ist so, so schön. Was ist dein liebstes Weihnachtslied? Ich liebe All I Want for Christmas Is You, gesungen von Michael Bublé. Also es ist so schön. Also ich liebe das auch natürlich gesungen von Mariah Carey, aber noch mehr von Michael Bublé. Das höre ich hier, das läuft bei mir auf und ab und sagt man auf und ab, keine Ahnung. Es läuft die ganze Zeit einfach nur und ich liebe es. Was ist dein liebstes Weihnachtsessen? Ich liebe ja, es gibt ja meist zu Weihnachten Rotkohl mit Gänsekeulen und Kartoffeln und Klößen und so. Aber ich mag Gänsekeul nicht, deswegen esse ich total gerne den Rotkohl mit den Kartoffeln und der Bratensauce. Und ich zermatsch mir dann so meine Kartoffeln immer und dann mache ich da die ganze Soße drauf und auf den Rotkohl. Und das liebe ich total. Und weiße Schokobananen, also die liebe ich, also mit weißer Schokolade. Das muss, ist wirklich ein Muss bei mir im Winter. Ja. Dann, was ist deine liebste Weihnachtsdekoration? Ich würde sagen, eine Kerze. Also ich liebe Kerzen an Weihnachten, der Weihnachtszeit und ja, Lichterketten natürlich auch, aber am liebsten Kerzen, weil die einfach nochmal den Raum so gemütlicher erscheinen lassen. Ja, Kerzen liebe ich über alles. Und was wünschst du dir zu Weihnachten? Einen Wunsch habe ich ja schon erfüllt bekommen. Also, und zwar ist es ja, upsie, er sitzt hier, nein, komm hoch, sitzt hier auf meinem Schoß, und zwar ist es ja Miloschen, den habe ich mir ganz doll zu Weihnachten gewünscht und auch natürlich zum Geburtstag. Und den Traum habe ich mir sozusagen erfüllt. Und was wünsche ich mir noch zu Weihnachten? Ich habe meine Geschenke ja natürlich schon bekommen an Heiligabend. Und zwar hatte ich mir gewünscht eine iPod-Docking-Station. Also da mache ich jetzt immer mein iPhone rein und höre dann da schön Musik. Ja, das war mein Wunsch und der ist auch in Erfüllung gegangen. Und mein letzter Wunsch ist jetzt noch, dass mein Freund und ich uns eine Xbox holen mit einem Kinect-Sensor. Und dann will ich da Just Dance und Zumba und so tanzen. Und ja, das ist jetzt noch so vom Materiellen her mein Wunsch. Und natürlich ansonsten wie immer Gesundheit und was man sich nicht alles wünscht. Ja. Und die letzte Frage, was machst du dieses Jahr an Weihnachten? Also gestern an Heiligabend war ich leider den ganzen Tag im Bett. Also wirklich nur im Bett. Ich habe nichts anderes gemacht. Und weil ich wirklich sehr erkältet war. Heute geht es wieder etwas, aber ihr hört es sicherlich an meiner Stimme. Heute gehen wir jetzt zu den Eltern von meinem Freund. Da essen wir was und spielen ein bisschen mit den Kleinen. Und Milo kommt das erste Mal dort auch hin mit. Also bin ich mal sehr gespannt. Und ja, das war's dann auch schon. Und morgen gehen wir mit der ganzen Familie von meinem Freund dann was essen im Restaurant. Ja, und dann geht man wieder nach Hause und, weiß ich nicht, schaut Filme oder sonst was, keine Ahnung. Ja, nichts Besonderes, was man eben so macht an Weihnachten. Das war's jetzt von diesem Tag und ich tagge natürlich Pretty by Kitty und AprilSnow48. Die anderen, meine ich, haben alle diesen Tag schon irgendwie gedreht und deswegen, ja, die beiden tagge ich noch. Und mich würde doch sehr interessieren, was ihr Schönes zu Weihnachten bekommen habt und was ihr so gegessen habt. Ja, das würde mich freuen, wenn ihr mir das unten in den Kommentaren beantwortet und natürlich ansonsten euer Feedback interessiert mich auch sehr und freut mich sehr doll. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei meinem Vlog-Kanal vorbeischaut. Den verlinke ich euch in der Infobox, genauso wie Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Und wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachten. Stimmt's, Milo? Wünschen wir denen das? Ja, und ja, ein frohes Fest, würde ich sagen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.